da. Sag mal hallo. Stream heute. Machen Nudelsalat. Wiener Boden. Den Boden haben wir letztes Mal gemacht, aber Frau bzw. die Schwägerin hat Geburtstag und ihr wünscht sich mehr Erdbeerkuchen. Frau möchte morgen machen, glaube ich. Dazu brauchen wir diesen Boden. Den machen wir eben auch nochmal. So, Nudelsalat. Ja. Das ist das Schöne am Nudelsalat. Man kann so alles, so was im Kühlschrank ist, ein bisschen verarbeiten oder wenigstens auf jeden Fall sehr viel. Es gibt jetzt nicht dieses ultimative Rezept, wo du sagst, das muss alles rein oder das soll alles nicht rein. Beispiel, wir haben noch eine Chorizo da, die mache ich eben rein. Man kann da wunderbar eine Fleischwurst nehmen, gar kein Problem. Man kann es natürlich auch ohne Wurst nehmen. Also ich mache es gerne, weil ich die dann anbrate und es gibt im Ganzen nochmal also wirklich einen richtig schönen Geschmack. Ja? So, das müssen wir jetzt auch als erstes machen. Das müssen wir jetzt als erstes machen. Ja, dazu brauchen wir mal ein kleines Messer. Chorizo oder Chorizo, egal wie das gesprochen wird, wird wohl jeder kennen. Das ist so eine spanische Knoblauchwurst. Gibt es in zwei oder drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Von ja, mild, pikant und scharf, glaube ich, so ist irgendwie die Unterteilung. Auf jeden Fall zwei Varianten, bin ich mir ganz sicher. Und ja, also wenn er nicht zu scharf esst, beziehungsweise wenn er nicht gern scharf esst, dann sollte er auf jeden Fall die milde nehmen, weil durch das, dass wir die anbraten, brät sich da ein bisschen Fett raus und dann wird das Ganze noch ein bisschen pikanter. Also dann nimmt lieber die milde Variante. Ja. So, da ist eine Haut dort, die müssen wir abziehen dazu. Das ist euch auch überlassen, ob wenn ihr gern viel Wurst am Salat habt, dann dementsprechend ein bisschen mehr, weniger, dann natürlich weniger Wurst rein. Und wie gesagt, könnt ihr natürlich auch ganz ohne Wurst machen. Ich finde halt das Tolle, dass man durch das Anbraten, was ich da mache, viele schneiden die Wurst halt, oder meistens machen wir ja eine Fleischwurst oder eine Leona rein. Die schneiden die einfach klein und mischen es unter. Ich finde, erst durch das Anbraten kriegt das Ganze nochmal so einen richtig schönen, man brät die auch richtig kross an. Das Ganze nochmal einen schönen Geschmack hätte. Das nehmen wir noch alles gleich mit hier. So. Ja. Da könnt ihr die Würfel jetzt, oder ihr solltet die Würfel nicht zu klein schneiden, weil was doch ziemlich fett ausbrät und eben die Wurst dann dementsprechend auch ein bisschen kleiner wird. Ich schalte mal schon die Pfanne an. Ja, mache ich von Stufe 9 auf 7, kann schon richtig gut heiß sein. Messer erstmal abziehen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Mein Urlaub geht leider zu Ende. Oh, ein bisschen traurig. Jetzt, wo das Wetter so richtig schön wird oder stabil ist einigermaßen. Ja, das sind die Rollen, genau. Ja, wie gesagt, Montag geht's wieder ran. Je nach Wetter, wenn es jetzt Sonntag auch schon schlechtes Wetter ist, dann werde ich sogar Sonntag schon in die Arbeit fahren und ein bisschen was vorbereiten. Wenn es jetzt Sonntag schön ist, werde ich das nicht tun. Und ja, ich denke mal dann, dass ich am Montag dann um 5 bereits anfange, weil der erste Tag immer nach den Ferien ist ziemlich stressig. Es kommt einmal der Gemüsehändler, kommt, bringt Ware, dann kommt unser Noun Food und Food, bringt und bringt uns Ware. Das gehört alles verräumt. Und natürlich, da ich dann für den ersten Tag nichts vorbereiten konnte, ist da danach auch dementsprechend ein bisschen mehr Arbeit. Also werde ich bestimmt schon, sage ich mal, um 5 dann schon anfangen am Montag. So.
Schneiden die ein bisschen klein. Also wie gesagt, ihr könnt es wunderbar mit einer Fleischwurst machen, also Leone oder irgend sowas. Wenn ihr das gerne möchtet, wie gesagt, aber auch die Wurst weglassen. Bingo! Ja, Nudelsalat, bei uns gab es gestern oder vorgestern, oh Hilfe, war es das so, also das ist jetzt die Hot-Variante, was wir haben. Der Chili, der ist sofort in der Nase, ich merke so ganz leicht schon, wie die Nase so leicht juckt, oder? Genau, wir haben vor kurzem, ein, zwei Tagen gab es Nudeln, sind ein paar übrig. Bietet sich jetzt an, draußen ist schön warm, möchte man ja nicht so schwer essen. Ein bisschen Nudelsalat, das kommt immer gut an. Beziehungsweise auch nicht so warm. Schönes kaltes Gericht. So, mach mein Messer gleich sauber. Ja, die Nudeln deswegen auch als erstes, weil die natürlich dann dementsprechend ein bisschen abkühlen sollen. Zwischendrin dürstet es mich mal. Mal schauen, ob hier irgend schon was Kaltes zum Trinken da ist. Was ist denn das hier? Classic. Classic, Rewe Classic. Warum es da eine Flasche gibt, weiß ich nicht. Aber ich probiere jetzt, ob das Classic ist. Aber kippen können wir das Fenster weniger. Es geht momentan ziemlich starker Wind draußen bei uns. Boah. So. Kam heute ziemlich spät, erst auf dem Golfplatz. Bin seit 5 wieder zu Hause. Hier im Stream ein bisschen vorbereitet. So, jetzt schauen wir mal. Was ist denn da los? Pfanne so nass. Abwischen. Pfanne so feucht. Pfanne so feucht. Ich hoffe, das ist kein Öl, oder? Nein, das ist Wasser. Schalten wir hier noch den äußeren Ring mit dazu. Jetzt. Jetzt geben wir der Sache noch ein, zwei Minuten und dann geht es ja schon mit der Wurst los. Also in dem Fall, wenn ihr das auch mit Chorizo macht oder Chorizo oder wie man es auch immer spricht, braucht auf jeden Fall kein Öl in die Pfanne machen, weil die Wurst so fett ist, da reicht das eigene Fett eben. Kochlöffel brauchen wir noch. In der Teflonpfanne nicht die spitzen Gegenstände rühren möchten. So, wir braten das jetzt scharf an, das darf ruhig ein bisschen kross sein, löschen das ein ganz kleines bisschen mit Sherryessig ab, lassen es in der Pfanne auskühlen. Entweder nehmen wir es mit einer Gabel vorsichtig raus oder wir schütten es auf den Küchenkrepp, damit das ganze überschüssige Öl, das wollen wir alles nicht haben, damit wir das danach dann eben so verhältnismäßig mit wenig Fett unter den Nudelsalat mischen können. So, ich glaube, das können wir jetzt in die Pfanne machen. So schalten wir mit dem Eisen. Ich glaube, ich komme mit der Pfanne her, mach's rein und dann schalte ich um wieder. Wasser her von der Pfanne. Schalten wir um. Genau, da habe ich schon einen Topf. Brauchen wir nachher. Stellen wir kurz auf die Seite. Ja, kein Fett habe ich jetzt drin, aber mein Kochlöffel, der ist hier. Und dann brauchen wir hier den Sherryessig, nehmen wir auch mal mit drüber. Machen wir hier noch ein Licht, dass das Ganze ein bisschen heller wird. Da gibt es auch noch eins. Jetzt. Oh, die riecht schon gut, wenn das angebraten wird. Teller, wo wir es drauf machen. Küchenkrepp dazu. So.
großen Traktor unterwegs. Was man jetzt auch im Sommer gut machen kann mit der Schurrutzerwurst, ist also auch so, wie wir es jetzt machen, schön anbraten, dass die ein bisschen kross wird. Und dann macht man Tomatensalat, schön mit Zwiebeln, Schnittlauch. Und dann mischt man diese schön groß gebratene Wurst drunter. Das ist auch was ganz Leckeres. Ihr könnt diesen Nudelsalat auch mit Sauerrahm machen. Wenn ihr sagt, ja, die Mayonnaise ist vielleicht euch ein bisschen zu fett, macht das mit Sauerrahm. Also ich persönlich mag, wenn ich Nudelsalat mache, also wirklich gern mit Mayonnaise. So, die kriegt schon leicht Farbe. Ja. Also sprich, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass uns nicht anbrennt. Deswegen rühren wir jetzt ein bisschen. Wir wollen die ein bisschen kross haben. Ich glaube, da können wir schon mal ziemlich Gas reduzieren. Da werden wir gleich unseren auf der Resthitze ganz leicht unsere Eier aufschlagen für unseren Wiener Boden. Puh. Dass sich den Wind, glaube ich, ein bisschen beruhigt. Ich kann auch mal Fenster ganz wieder aufmachen. Komisch, gerade eben so ein bisschen starke Windböen, aber anscheinend ist schon vorbei. Ich weiß nicht, ob es man erkennen kann, wie viel Fett da ausbrät. Habt ihr viel Wurst, ist es ja nicht, da wenn ihr das seht. Aber ganz schön viel Fett, was ausbrät. Also wie gesagt, auch ihr so einen Nudelsalat könnt ihr da hinmachen, was ihr auch so ein bisschen im Kühlschrank findet. Also habt ihr jetzt kein Paprika, ihr könnt auch Salatgurke hinmachen, passt ja sehr gut. Ihr könnt diese Kidneybohnen, diese roten Bohnen, was es gibt, kann man gut hinmachen. Mais in dem Fall, was ich auch im Rezept geschrieben habe, müsst ihr aber auch nicht. Da könnt ihr so ein bisschen wirklich euch auch das Ganze euch überlassen, was ihr gerne esst, an so einen Nudelsalat hinmachen. Das passt irgendwie alles. Essiggurken habe ich auch, also es gibt im Salat, geht man immer aus von ein bisschen Essig, natürlich ist das gerade so. Bestal, Hilfe, der Chili, hallo, schön dich zu sehen. Ich berate gerade unsere Wurst an für unseren Nudelsalat. So, jetzt schütte ich erstmal, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ist wie gesagt ziemlich viel Öl. Ich schütte jetzt das überflüssige Öl mal gleich in den Müll. Halte mit dem Löffel die Wurst ein bisschen zurück und schütte das übrige Fett gleich mal in den Müll. Jetzt haben wir das schön groß angebraten. So. Voilà. Na, verteilen wir das ein bisschen. So, stellen wir das auf die Seite. Da machen wir gleich unseren Topf her. Ist schon reduziert. Da werden wir jetzt ganz leicht unsere Eier und Zucker aufschlagen wie unseren Wiener Boden. Ja, Festtag heute Abend, oder? Werden wir uns mal treffen zum Schifferl fahren oder was? Wenn du Zeit hast. Man muss mich einfach mal adden auch im Spiel. Und dann siehst du schon, wenn ich online bin, dann können wir uns immer ein, zwei Mal so Division fahren, glaube ich, heißt es beim Schifferl fahren. Ich weiß schon gar nicht mehr. Halt, Müll ist hier, da ist er. Und einen Putzlappen habe ich auch irgendwo. So, da hinten gleich nochmal, ich schmier nochmal über alles drüber. Also. So, das gibt unser Wasser. Ach, ich wollte das Ganze ja, jetzt habe ich es vergessen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Schatz. Lauter. Also nochmal ganz zurück, kurz in die Pfanne. Ich wollte das Ganze ja ein bisschen hier mit Cherry-Essig. Dem Ganzen ein bisschen Säure mitgeben noch. So. So ungefähr 2 Esslöffel sind es.
haben wir noch schön Resthitze. Lass mal ganz klein ein bisschen einreduzieren. So. Jetzt lassen wir es aber auch in der Pfanne, weil das Fett ist jetzt schon gut. Haben wir hier nochmal am Küchengräb gut aufgesaugt. So, also das Ganze hier rüber. Dann schalten wir kurz rüber. Also, es geht hier um unseren Wiener Boden. Ich habe schon 4 Eier rein. Jetzt brauchen wir noch 180 Gramm Zucker. Ich hoffe, von der Menge her geht es mit der Größe von unserer Kuchenform aus. Zucker. Der Sherry-Essig, der erste Chili von der Wurst in der Luft, jetzt der Sherry-Essig, reicht nicht ganz. Fein Backzucker hat die Frau sogar eingekauft. Das kann gleich mal weg. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche, Festal. Mann, hier haben sie das zugeschworst. Ist ja nicht da. Und jetzt. Brutal, wie schwer das aufgeht. Oh Mann, das machst du auf. Du liegst gleich ein Kilo Zucker hier da schon am Arbeitsplatz. Ja. So, was habe ich gesagt? 180, 130 Gramm. Zucker packen wir gleich weg. Hey, cool, wo wart's denn? Wo seid ihr denn hingefahren? Festal. So, Zucker weg. Gehen wir wieder rüber zum Herd. So, unser Wasser köchelt hier schon ganz leicht. Da geht es jetzt nur darum, dass wir das ganz leicht ein bisschen anschlagen, damit sich der Zucker auflöst. Ja. Weil sonst ist immer ein bisschen die Problematik eben beim Backen, da der Zucker sich in kalten Sachen so gut wie gar nicht auflöst oder extrem schlecht. Gut, jetzt gibt es ja mittlerweile auch diesen Feinzucker da, der ist ein bisschen noch feiner gemahlen, der ist ein bisschen einfacher. Brandenburg, ah gut. Dampft schon sauber. Wenn ihr das Gefühl habt, dass das Wasser zu heiß ist, ja, dann geht er einfach mal ganz kurz weg mit dem Ganzen. Ja, die Schüssel hat ja auch eine Restwärme und schlagt so ein bisschen weiter. Drehen wir ein bisschen runter jetzt hier noch. Also muss nicht heiß werden. Es geht nur darum, wie gesagt, Zucker aufzulösen. Und am besten ist auch, wenn ihr einfach sowas in einen kleinen Topf nehmt. Ja. Weil wenn ihr jetzt einen richtig großen Topf habt, wird der Rand natürlich auch weiter oben sehr, sehr heiß.
Und durchs Rühren schwappt ja immer so ein bisschen das Ei-Zucker-Gemisch auch weiter an den Rand hoch. Und wenn der Rand jetzt auch verhältnismäßig heiß wird, kann sein, dass eben am Rand dann schon immer das Ei stockt. Und das ist, was wir gar nicht wollen. Ob ich einen Stream-Overlay brauche? Aktuell nicht. Habe ich mir zwei machen lassen, zwei Overlays. Das, was ihr vom Kochen seht. Und zum Zocken habe ich mir auch eins machen lassen und bin da eigentlich so ganz glücklich drüber. Wobei man natürlich nie von neuen Sachen oder nicht ausgeschlossen bin, mal irgendwo auch irgendwann was Neues zu machen. Machst du sowas Festal Overlays? Oder kannst du das? Oder hast du nur jemanden oder weißt du jemanden, der sowas macht? So, ich glaube, ein ganz kleines bisschen, dann reicht es auch schon. Das ist jetzt all die Zuckermischung für unseren Wiener Boden. Ein bisschen warm anschlagen, damit sich der Zucker auflöst. Und hier in der Pfanne haben wir schön angebratene, kross angebratene Chorizo. Das ist dann gleich für unseren Nudelsalat. Das habe ich nur als erstes gemacht, dass die ein bisschen abkühlen kann, weil heiß sollte man das nicht unter die Nudeln mischen. Man sollte generell, wenn man was hatte, nie, also wenn man was auch aufheben möchte, ein, zwei Tage oder länger, sollte man also nie warm und kalt mischen, ja. Oder kalt und warm, also das sollte entweder beides heiß sein oder beides kalt sein. Hey, cool. Hey, Festal, du bist eine Wuchte, du. Ja, also es soll ja hier noch alles ein bisschen wachsen. Das Kanalprofil soll noch demnächst noch ein bisschen anderes Ausschauen bekommen. Käme ich mal gerne auf dich zurück. Wäre super, ja. Jetzt bin ich gerade dabei. Hier mein, ich weiß gar nicht, ach, das habe ich noch gar nicht euch gezeigt oder beziehungsweise schon gezeigt. Ich weiß nicht, Festal, hast du schon meine Visitenkarte gesehen, die ich machen lassen habe? Ich glaube, das reicht. Hä? Ja, das schaut gut aus. Wasser weg. Kommen wir nicht mehr. Ja, aus. Und zwar möchte ich, ich zeige es mal schnell, ich habe eine zur Hand. Was heißt eine? Ich hole es mal schnell. Visitenkarten. Muss ich gleich niesen. Entschuldigung, jetzt schon. Oder doch. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Boah. Das ist zum Beispiel eine Visitenkarte, ja, die ich machen lassen habe. So im Bekanntenkreis verteile. Weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Und dieses kleine Bildchen, das klippert, das möchte ich mir jetzt größer machen lassen. Und dann werde ich ein, zwei Merchandising-Artikel machen lassen. Zum Beispiel irgendeine Schürze, wo ich das aufnähen lassen möchte oder drucken. Und das gleiche als T-Shirt noch. Ja. Es ist halt nur die Problematik aktuell das, dass das Bild von der Auflösung her viel zu klein ist und man da noch nichts mit anfangen kann. Also jetzt bin ich auf der Suche, wer mir das einfach in so einer Größe gestalten kann, dass man das dann auch irgendwo, wenn es mal auf dem T-Shirt drauf ist oder auf einer Kochschürze, irgendwo ein bisschen was gleich sieht. Also da geht es jetzt nur, wie gesagt, um das kleine Bildchen, ja, nicht um das ganze Visitenkartendesign, das kleine Bildchen und da soll halt noch der Text dazu, Twitch, die 1961, hätte ich jetzt mal vielleicht gedacht. Das ist so, was ich demnächst angehen möchte. So, jetzt müssen wir hier das umleeren. Das leeren wir jetzt in unsere Rührmaschine um. Schalten wir gleich wieder um dazu. Wenn ich den richtigen Knopf finde. Da ist er. So, habe ich jetzt den Rührkessel von der Maschine. Der ist hier. Waage, glaube ich, braucht man erstmal nicht mehr. So, das Ganze rein.
festhalten, wie machen wir es denn heute Abend? Wolltest du streamen und dann komme ich zu dir irgendwie auf den TS oder machen wir es ohne TS, wenn du streamst oder soll ich streamen und du kommst auf unseren TS oder ich streame und du und wir machen das nur im Game-Chat? Wie hättest du es vorgestellt? Wie wäre es dir am liebsten? So. Weil ich denke mal, dass dein Pseudo Festal streamt auch bestimmt doch was damit zu tun hat. So, ich mache die Schüssel gleich ein bisschen sauber, weil da machen wir auch gleich unseren Nudelsalat drin. Wichtig ist immer, also mir persönlich auch irgendwo immer Geschirr sparen zu arbeiten. Nicht eine halbe Stunde kochen oder Stunde kochen und nachher noch 3 Stunden Küche sauber zu machen. Das widerstrebt mir. Drum überlege ich auch immer, was kann ich gleich wieder hernehmen. Zum Beispiel die Schüssel kurz ausquaschen und schon können wir die nachher gleich wieder hernehmen. Oh Mann, Festal. So. Wow. Und los geht's. Hebt das alles? Vollgas, ja. Und Vollgas. Overlay fürs Kochen und Spielen. Profilbild. Oh Mann, womit habe ich das verdient, Festal, dass du mich so überschüttest mit Geschenken, ja, du. Wahnsinn. Ja, da lass uns mal drüber reden. Ja, also aktuell geht es mir jetzt in erster Linie mal nur um das kleine Bildchen. So, den Topf, brauchen wir den noch? Nein, mache ich weg. Ich schalte meinen Backofen schon ein. Und wir müssen ein bisschen butterflüssig machen. 50 Gramm Butter brauchen wir für unseren Wiener Boden. Okay, Festal, machen wir so, genau. Wir treffen uns im Ingame dann so, ab, sage ich mal, 20 Uhr, 20.30 Uhr. Du kannst mich ja dann ins Spiel anwispern. Pseudo weißt du, Didi 1961, glaube ich, ist mein Pseudo auch bei World of Warship. Dann gebe ich dir die TS-Daten. Genau. Beziehungsweise, ich muss noch mal einen Kumpel vorher erst informieren. Ich weiß nicht mehr wegen dem, also es ist nicht mein TS, aber wir können da gerne zocken immer und können auch Kumpels mit drauf. Ich bin mir wegen dem Passwort nicht zu 100% sicher. Da muss ich das mal kurz hinterfragen, aber das dürfte kein Problem sein. So, das kann jetzt erstmal eine Zeit lang rühren. Wir brauchen 50 Gramm Butter nochmal. Die machen wir nur ganz leicht flüssig. Die kommt nachher mit dem Mehl zusammen unter dem Teig. So. So ist mein Lappen, Putzi-Lappen. Ach Kinderlein, da habe ich reingeschmissen ins Waschbecken, wo er hingehört halt, gell? Das ist aber lieb von dir, Festal, dass du das sagst. Herzlichen Dank, es freut mich. Ja, du, nimm das, was dir halt zusagt, ja. So. Wenn du mit dem Guten besser klarkommst oder das Schlechte, nimm das, was du klar, was du möchtest. Das ist. Ich glaube jetzt nicht, dass wir die Massen an Zuschauern unterhalten müssen dann. Und wir zwei werden es schon kriegen, irgendwie uns zu verständigen. So, das ganz kalt an Herd.
Dann schreibe ich als Stream-Info Farm mit Zuschauern. Jetzt gibt es doch die ganzen Spiele-Streamer. Oder der heißt dann Spielen mit Zuschauer, Farm mit Zuschauer. Schreibe ich dann auch heute. Farm mit Zuschauer. Ja, dann Waage. Brauchen wir nochmal? Ja, fürs Mehl. Also das Mehl können wir mal noch abbiegen gleich. Jetzt mache ich die Waage aus, anstatt Kassetten. Zum Backen, wie gesagt, am besten das 55er Mehl. Das ist am besten ausgemahlen. Kriegen wir das beste Ergebnis zustande. Mit dem Wiener Boden könnt ihr so sämtliche Torten machen, die euch so im Kopf rumschweben. So, wenn ihr sagt, ihr wollt mal eine Aprikosentorte ausprobieren. Also Erdbeerkuchen hatten wir das letzte Mal, da haben wir ja auch den Wiener Boden gemacht. Vom Prinzip her eigentlich immer ähnlich, nur halt dementsprechend eine andere Frucht. Ja, also wie gesagt, mit Aprikosen, ihr könnt es mit, was haben wir dann? Gut, Holunder ist noch ein bisschen zu früh. Aber da könnt ihr ruhig ein bisschen rumexperimentieren, habt ihr es ja gesehen. Generell würde ich euch empfehlen, bei so Obsttorten, damit mehr Obst in den Kuchen kommt, macht ihr 2-3 Schichten, als nur immer oben das ganze Obst aufzulegen. Zwischenrein irgendeine Creme, eine Buttercreme, Vanillecreme. Und immer dann den Wiener Boden oben drüber. Den solltet ihr aber Minimum ja, so einen halben Tag irgendwo kühl stellen, dann lässt er sich leichter weiterverarbeiten. So, ich glaube 180 Gramm Mehl, jawohl. Brauchen wir nachher. Ach, den Teelöffel Backpulver nicht vergessen. Dieser Wiener Boden ist sehr angeglichen an den Biskuitboden, unterscheidet sich. Hey, Festerl, ja Wahnsinn. Da müssen wir dich auf der Kanalseite aber auch lobend erwähnen. So, Backpulver. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ach ja, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie jetzt Biskuitboden. Der hauptsächliche Unterschied besteht darin, dass man hier eben noch das Fett, sprich Butter, zugibt. So ist eigentlich der Hauptunterschied zum Biskuit. Sonst von der Lockerheit des Teiges, die Möglichkeit, den Teig weiter zu verarbeiten, ja, ähnlich wie Biskuit, die Möglichkeiten. So, Backpulver wieder weg. So, Backofen wollte ich vorheizen. 160 Grad Umluft, mittlere Schiene dann. Butter darf noch ein bisschen schmelzen, ist noch nicht ganz verlaufen. So, das darf noch gut ein bisschen laufen. Also. Jetzt zu unserem Nudelsalat. Ich suche den ganzen heutigen Abend schon einen Putzlappen. Jetzt, da habe ich ihn gefunden. Ich hoffe, mich versteht man einigermaßen, trotz unser Betonmischer, der hier vor sich hin scheppert. Ich mache bei dem Nudelsalat immer erst die Soße, da ich das Ganze, was die Zutaten nicht so durcheinander matschen muss, ständig, damit es dann irgendwann zu mussig wird, mische ich eigentlich erst immer die Soße. Wie gesagt, ich in dem Fall heute mache ich es mit Mayonnaise und Ketchup. Ihr könnt es gern mit Mayonnaise, Sauerrahm und Ketchup machen. Nur mit Sauerrahm machen, dann ist es nicht ganz so schwer, hat ein bisschen Frische. Ja. So, Löffel, Schneebesen. Löffel, Schneebesen. Schublade bleibt mir zu, geht zu. Jetzt da.
Das Eigelb kann man dann so lange schaumig rühren, dass es richtig eine schöne, luftige, doch schon kompakte Masse ist. Und vor allem kalt soll sie halt dann wieder kalt gerührt sein. Natürlich, kalt ist relativ auf jeden Fall Zimmertemperatur. So, ich habe jetzt nicht so viel Nudeln. Wo habe ich sie? Da habe ich sie. Wie gesagt, Nudelsalat ist so eine Sache. Immer wenn Nudeln übrig bleiben, ist das eine Sache, jetzt gerade im Sommer, die dann schnell gemacht ist. Und so sind die Reste auch schon weiter verarbeitet dann. Also. Ich mache ungefähr 2:1, zwei Teile Mayonnaise, ein Teil Ketchup. Mit der Soße nimmt lieber vom Gefühl her dann eher, macht lieber ein bisschen zu wenig, weil was ganz ekelhaft ist, wenn es alles nachher in der Soße so schwimmt. Das ist ganz ekelhaft. Also ich persönlich kann damit dann gar nichts mehr anfangen. So, das verrühren wir jetzt mal schon ein bisschen. So, ist ziemlich kompakt natürlich, ist klar. Das Ganze, um das ein bisschen zu verdünnen, nehme ich gern gleich immer ein bisschen Essiggurkenwasser. Also das Schlechteste, was ihr machen könnt, wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, dass irgendwas zu dick ist, Wasser hinzuschütten, weil Wasser ist neutral vom Geschmack her. Also müsst ihr praktisch das vom Geschmack her in irgendeiner Art und Weise mit Gewürzen wieder auffangen. Gerade jetzt bei Salaten oder Salatsoßen, wenn ihr irgendwas macht, da könnt ihr gern mal, ich weiß nicht, zum Beispiel die klassische Cocktailsoße, diese auf die oder Thousand Island Dressing, da ist es zum Beispiel eine super Variante, so Essiggurken Wasser hinzuschütten, ja, anstatt eben Wasser. Was jetzt hier auch noch gut reinpassen würde, wäre ein bisschen Meerrettich, wenn ihr das zu Hause habt. Ihr wisst ja, ich bin immer so ein Freund, irgendwo in den Kühlschrank zu schauen, was habe ich da und daraus irgendwas zu machen. Und nicht jetzt sagen, ja, Meerrettich, kaufen ein Glas Meerrettich ein oder eine Tube, dann liegt die wieder ewig. Einfach das auch herzunehmen, was ihr im Kühlschrank habt. Es darf ruhig dann so schon ein bisschen so laufen, ja. Müssen wir ein bisschen kontrollieren von der Menge her. Das könnte aber schon fast reichen. Schauen, vielleicht habe ich ein bisschen offene Sahne da. Haben wir eine offene Sahne da? Weiß ich nicht. Egal, ich mache jetzt eine auf. Oder was ist das hier? Na, das ist Milch. Bananenmilch vom Sohn. Aber festhal, keine Ahnung mit den Schriften. Kenne ich mich nicht so aus. So, ein bisschen Sahne noch rein. Dann habe ich hier so eine Chili-Mühle. Wir essen sehr gern bekannt. Das mache ich rein. So. Ein, zwei Minuten noch unser Ei rühren. Dann stellen wir das mal auf die Seite. So, wir machen mal ein bisschen Essiggurken rein. Genau, nimm irgendeine coole. Genau. So. Na, die halt her. So. Nur wieder schauen, was ich an Menge an Nudeln habe. Ja, da reichen zwei Gläschen wäre gut, ja. So. So, jetzt überlege ich gerade, wie schneide ich es am besten. Oh, ich schneide nur so ein Scheibchen da. Geht rein in unsere Soße. Dann habe ich Paprika im Hause. Da ist aber jetzt eine ganze zu viel auf die Menge. Mal ein bisschen weniger wie eine halbe.
naschig auf. Das heißt auch, versteht sich eigentlich alleine, ja, Gemüse, also zwingend immer waschen heutzutage. Einmal ist es oft bei vielen, gerade so wie die Paprika, Orangen und so Zeug, wenn ihr da die Zeste wollt, die sind sehr oft gewachst, damit die schön glänzen im Obstregal. Ja, und das ist dann zum Essen nicht so toll. Was ich auch ganz gern mache, vor allem wenn ich die Paprika roh verarbeite, dass ich die Haut schäle, also schäle wegen der Haut. Wie ihr wisst, die Haut ist so gut wie fast gar nicht verdaulich. Gut, der Magen löst zwar irgendwelche Stoffe raus, also gibt schon. Na, der Schäler schneidet, glaube ich, auch nichts mehr. Wie den auf die. Ah ja, das war ein kleines bisschen noch. Ob ich den ein bisschen scharf kriege. Ich glaube, jetzt schalte ich das Ding hier aus, oder? Schauen wir mal. Naja, ganz klein bisschen noch. So, neuer Versuch. Er ist schon 100 Jahre, gefühlt die 100 Jahre alt, der Schäler. So, die Zutaten, die er reinschmeißt, die würde ich euch empfehlen, dass er versucht, die einigermaßen gleich groß zu schneiden. Ja, das ist einfach ein nettes, schönes Gesamtbild gibt. Passt das? Jetzt werden wir auch gleich, schneide ich hier die eine Paprika noch, dann machen wir gleich mit unserem Teig weiter. Also, wie gesagt, den Nudelsalat heute mache ich mit der spanischen Knoblauchwurst, die wir ohne Öl ziemlich scharf in der Pfanne angebraten haben und dann das Öl, überschüssige Öl weggeschüttet oder das Öl, das ausgebraten wurde, habe ich weggeschüttet und dann das Ganze ein bisschen mit Sherryöl abgelöscht. Was auch sehr gut schmeckt, ist es, wenn er es mit einer